So, und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. Es hört sich an wie belgischer Akzent. Es hört sich nicht an wie französischer Akzent. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht warum. Aber egal. Nein, tut mir leid, dass ich letztes Mal so abbrechen musste. Aber die Zeit war schon etwas fortgeschritten und ich wollte auch etwas noch für die nächsten Stunden aufbewahren. Ich muss es ja ein bisschen in die Länge ziehen, ne? Nein. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Ich wollte sagen, dass es ein wunderschönes Spiel ist, dass es super cool aussieht. Und dass ich den Typen nicht umbringen kann. Was ziemlich schade ist. Und ich weiß nicht warum. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu sprengen. Was? Ja. Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir. Ich kann... Das ist unmöglich. Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Sind wir ein Assassine? Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Ja, dann springen wir mal. Das war der Prolog. Und ich liebe es, wenn der Prolog aufhört. Ich bekomme dann immer direkt Gänsehaut. Ich muss sagen, die machen das immer so genial, sowas einzubauen. Und das war eigentlich schon bei allen Spielen so. Besonders bei Assassin's Creed 2 habe ich so richtig schöne Gänsehaut bekommen. Oh, wo gehen wir jetzt hin? Elise? Ach, zu ihr. Okay. Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passiert. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Oh, oh. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Also einer aus dem Templerorden hat einem Templer oder dem Templer Bescheid gesagt, dass sowas passieren könnte. Interessant. Sehr interessant. Muss man einfach mal so sagen. Ach so.
Hink mal noch ein bisschen weiter, ne? Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Ich kenne es selbst nicht, aber es gibt wohl in Paris eine Kirche, die dieses Wahrzeichen trägt. Die Blume. Ein Zeichen der Revolution, meine ich. Lasst mich jetzt nicht lügen, ich weiß es nicht. Ich bin in Geschichten nicht so gut, weil ich einfach keine Geschichte habe. Also. Ich kenne es nicht so richtig. Und die Stadt hat sich auch. Da mocken sich welche ab. Da mocken sich wirklich welche ab. Die Stadt hat sich ja total verändert. Die ist ja richtig schön. Nicht schön, sondern richtig unappetitlich geworden. Und zwar. Richtig. So, ja. Wir gehen mal zu unten zu diesem Assassinenauftrag oder sowas. Oder ist das ein Assassinenauftrag? Es hat auf jeden Fall ein Assassinenzeichen. Und wir sind jetzt scheinbar auch nach diesen 2 Monaten Assassine geworden. So ganz plötzlich. Und, ja, Elise ist eine Templerin. Also, es wurde unser Vater ermordet. Wenn ihr dem Kult von Baphomet beitreten wollt, müsst ihr 2 heilige Kelche aus der Kathedrale Notre Dame stehlen und zu mir bringen. Gut, wir werden zu einem Assassinenorden sozusagen erst aufgenommen, wenn wir was Unrechtes tun. Ja, machen wir natürlich. Nein, ich meine jetzt, jetzt macht das auch irgendwie Sinn, dass wir halt... Unser Vater wurde ermordet und dann wurden wir von einem Templer aufgezogen sozusagen. Deshalb... Wollten die Leute direkt, dass man mit ihnen, also dass wir damals, dass Arno damals mit ihnen geht. Und wahrscheinlich waren die anderen dann Assassinen. Wer weiß. Was machen wir da? Oh, das sah irgendwie cool unrealistisch aus. Egal. Komm, du kannst auf das Seil springen. Okay, kannst du nicht. Oh. Was das für eine Menschenmenge ist. Und wir alle machen sich gleichzeitig zu mir umdrehen. Ich hab nichts. Die wollen irgendwas von mir. Ich hab aber nichts. Na? Okay, die sind auch irgendwie gewaltbereit. Da sollten wir uns schnell verziehen. Also, scheinbar gibt es hier auch noch eine zweite oder eine dritte Stufe der Aggressivität. Also erstmal einfach nur Aufmerksamkeit, dann Aggressivität und dann Kampfbereitschaft oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber es müsste so sein. Und dann starten wir mal die nächste Mission unseres Hauptspiels.
Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Ja, es könnte sein. Aber du willst ja zu den geilsten Assassinen on Earth gehören. Da musst du auch ein bisschen schon was tun, ja? Also, tu was man dir aufträgt. Und lauf nicht wieder zurück. Okay, da haben wir auf jeden Fall diese komische Blume. Oder was auch immer das ist. Das muss ja auf jeden Fall sein. Und diese Apparatur steht natürlich immer überall aufgebaut in der Kirche rum. Okay, da müssen wir dann scheinbar drauf. Und es fahren Kronleuchter runter, ja. Was müssen wir wohl tun? Ich glaube, wir müssen hier drüber laufen. Und am Ende dahin. Okay, das war zu spät. Ich glaube nicht, dass man so da hochkommt. Also nochmal von vorne. Komm, beeil dich ein bisschen, Arno. Man läuft nicht an der Innenseite der Glasfassade hoch. So, es geht auf Zeit. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Wir sollten uns vielleicht etwas schneller bewegen. Aber erst natürlich, wenn die Teile unten sind. So, lauf weiter, komm schon. Ja. Hast du super. Wo willst du hin? Ich glaube eher, dass du da drauf bist. Genau. Ja. Und dann springen wir in eine vollkommen ungewisse Grube. Dem Sprung der Assassinen zufolge. Wo sind wir denn hier gelandet? Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pisspot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Also es sieht erstens auf jeden Fall mal schöner aus, als draußen machst du dich lustig? Auf den Pariser Straßen zu der Zeit. Nein, nein. Wirklich. Sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Gut, dann lauf mal nach vorne. Hopp, hopp, hopp.
Also, der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belek dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr vor meinen Fehlern davonlaufen. Oh, wie ehrenhaft. Mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Halanta, Mutta'akidon, Min? Anna Kavalik, Inau Kadendrala, Muajati Emulhakala, Seya Kuno Jaedan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Super, aber ich würde sagen, jetzt machen wir Schluss für heute und bis zum nächsten Mal. Hau rein!